Guten Morgen zusammen. Ich habe heute Morgen auf mein Handy geguckt und ziemlich erschreckt festgestellt, dass ich Glückwünsche habe zu meinen ersten 100 Abonnenten. Ich konnte das erst selbst nicht glauben, aber dann habe ich selber nachgeguckt und wow. Also das ist ziemlich cool, halbes Jahr erst dabei und schon die 100 voll, also das ist ziemlich krass. Diesen Boost habe ich höchstwahrscheinlich zwei Leuten zu verdanken, und zwar einmal dem guten Herr Lomtro, wo ich in seinem Video hier rumlaufe, und auf der anderen Seite dem guten S. Schimmel, der mich in seinem Video hier erwähnt hat. Aus diesem Anlass habe ich mich jetzt auch entschieden, mich endlich mal selber zu filmen. Wie ihr hier wahrscheinlich seht, ist das Ganze noch ziemlich improvisiert und überhaupt nicht ausgereift. So schön mein Zimmer hier auch ist, aber zu mich selber filmen ist das leider überhaupt nicht gut geeignet. Dazu, wie es jetzt auf dem Kanal weitergeht. Jetzt werden hauptsächlich Reviews zu Kameras kommen. Das liegt vor allen Dingen daran, dass ich dieses Arsenal hier ein bisschen überspannt habe. Wer mein Arsenal-Video gesehen hat, verlinkt das mal hier. Ich habe ja viel zu viel Kram und das wollte ich echt verkleinern, so nach dem Motto Simplify Your Gear. Und aus diesem Grund möchte ich halt eben, dass jede Kamera erstmal ihr Review bekommt, bevor ich dann verkaufe, denn sonst wäre es echt unnötig. Wenn alles klappt, werde ich auch heute oder morgen noch das erste Review drehen, und zwar zur Leica Minilux hier. Das ist eine ziemlich kleine, kompakte Elite-Knipse, die von ihren Einstellungen her ein bisschen nervt, aber eine richtig gute Optik hat. Weiter dazu natürlich im Review, wenn es fertig ist. Auf einmal 100 Abonnenten zu haben, ist für mich auch deswegen ein sehr merkwürdiges Gefühl, weil ich gerne kleineren YouTubern folge und mir deren Videos ansehe. Auf einmal habe ich dann auf einmal mehr Abonnenten als diese Kanäle, die es viel eher verdient hätten. Deswegen werde ich demnächst hergehen und immer mal wieder kleinere Kanäle hier vorstellen, kurz oder erwähnen. Als allererstes fange ich natürlich direkt damit an und erwähne hier mal Vanessas Blog, also ein sehr netter kleiner Kanal, wo es neben anderen Lifestyle-Sachen auch um Fotografie geht. Guckt euch den auf jeden Fall mal an. Falls es jemand interessiert, wie ich das Video hier genau drehe, das ist wieder gefilmt mit meiner Canon 600D, wo ich das erste Mal wirklich den Umdrehbildschirm richtig zu schätzen weiß. Als Objektiv habe ich drauf das Carl Zeiss Tessar 50mm f2.8 in der Zebra-Edition mit meinem selbstgemachten Cinemod. Das heißt, ich habe das Objektiv mal aufgeschraubt, auch um es zu säubern. Und dann ist mir auf einmal eine Kugel mit einer kleinen Feder entgegengekommen. Ich habe mich gefragt, wozu ist das gut, wo ist denn das rausgefallen? Wollte das eigentlich reparieren, aber dann hat sich festgestellt, das ist das Ding, was bei der Blendenverstellung für die Klicks verantwortlich ist. Und dann habe ich gedacht, ach, leuchte es einfach drauf, dann habe ich ein Objektiv, mit dem ich klicklos die Blende ändern kann. Jetzt natürlich nicht, weil ich komme da nicht dran. Ich muss ja auch durch den Kropffaktor relativ weit weg. Die Kamera steht hier mindestens 3 Meter entfernt von mir. Aber bis jetzt bin ich mit der Qualität ganz zufrieden. Ich hoffe, ich bin im Fokus. Ich habe das hier auch extra mit dieser Kante hier ausgemessen. Also ich habe beim Einrichten dieses Sujets hier auf diese Kante hier fokussiert und gucke mal, dass diese Kante genau den gleichen Abstand hat wie meine Augen, und dann müsste ich eigentlich im Fokus sein. Sollte das nicht der Fall sein, tut mir leid, aber auf dem kleinen Bildschirm kann man das echt nicht so gut bewerten und vor allen Dingen nicht auf 3 Meter Entfernung. Das werde ich gleich beim Schneiden erst sehen. Sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. 160. Sehr coole Kamera, sehr schnell durch die Zeitautomatik. Und auch die Mattscheibe ist gut scharf und lässt sich super mit scharf stellen. Vom Objektiv bin ich auch ziemlich begeistert. Und was ich noch richtig cool finde, ist diese Gummisonnenblende hier. Denn auch wenn die dran ist, kann man hier immer gut die Kappe an- und abmachen. Und wenn man die Sonnenblende braucht, braucht man die einfach nur nach vorne ziehen. Also Gummisonnenblenden bin ich jetzt neuerdings voll der Fan von. Erst habe ich mich oft gefragt, was soll der Blödsinn, so